Im Zeiss Planetarium im Wiener Prater wird heute das Projekt Pegasus vorgestellt. Erstmals wird ein Mikrosatellit von österreichischen Studentinnen und Studenten eigenständig entwickelt. An dem Projekt sind die Fachhochschule Wiener Neustadt, das Space Team der TU Wien, das Institut für Astrophysik der Universität Wien und das Österreichische Weltraumforum beteiligt. Eins der Ziele ist, sie nennen es Access to Space, das heißt, dass mehr Leute, mehr Studenten, mehr Forschungsgruppen Forschung im Weltraum machen können. Es soll ein Netzwerk von Kleinstsatelliten gebildet werden. Gemeinsam mit 49 Mikrosatelliten anderer internationaler Forschungseinrichtungen wird Pegasus über mehrere Monate koordiniert die oberen Schichten der Erdatmosphäre erkunden. Auch eigene Experimente im Erdorbit sind geplant. Pegasus kostet im Vergleich zu großen Satelliten günstige 250.000 bis 400.000 Euro. Es ist nicht so offensichtlich, dass Österreich Satelliten bauen kann. Und da muss man die Leute erstmal überzeugen, wir bauen einen Satelliten, macht mit, finanziert die ganze Sache. Wir sind also angewiesen auf öffentliche Mittel bzw. Mittel, die wir eher von der Fachhochschule Wiener Neustadt bekommen. Ein Mikrosatellit ist gerade einmal 10 mal 10 mal 20 cm groß. Auf uns ist ein Satelliten zu programmieren, der nur 2 Liter Volumen hat und 2 Kilo schwer ist, also ganz genauso groß wie diese Saftpackung. Dieses geringe Volumen erschwert die Entwicklung von Hardware und Software. Die Herausforderung in diesem Projekt ist sicherlich die Satellitenhardware an sich. Also das Teil, das am Satelliten mitfliegt, das muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und das war sicherlich die schwierigste Arbeit für uns. Kernstück dieses internationalen Projektes ist die Beteiligung von Studierenden. Diese erhalten die seltene Gelegenheit, schon während der Ausbildung an einem echten Raumfahrtprojekt von Anfang bis zum Ende mitzuarbeiten. Als Studententeam natürlich die Erfahrung aufbauen müssen und hineinbringen müssen, die Elektronik zu bauen, auch das ganze Projektmanagement aufzuziehen, das ist sicher eine ganz große Erfahrung gewesen und für uns ein ganz wichtiger Punkt. Nach einer dreijährigen Entwicklung sollen im Jänner 2016 die 50 Mikrosatelliten in den Orbit geschossen werden.